Aber ja, lass uns vive la France. Oui, oui. Ich hatte Französisch in der Schule, auf der Realschule von der 7. bis zur 10. Klasse und ich weiß nicht mehr wirklich viel Französisch. Aber wir spielen heute Frankreich. Finde ich gut. So. Dann, ja, back to the roots. Dann, ein Name, Romy, für unsere Party. Ich finde ja die Science Party immer noch gut. Wird denn das D mit oder ohne S geschrieben? Mit. Okay. Wie hast du gelernt? Aber hier über dem E ist ein Accent Graf und über dem E ist auch ein Accent Graf. Also nach links oben. Aber das geht hier leider nicht. So, welche Farbe nehmen wir uns dann mal für die Aufklärung? So ein schönes Türkisblau. Das hier? Mhm. Ja. Da zielsicher bist du. Hast du dieselbe Farbe gewählt, wie wir letztes Mal bei Australien auch hatten? Echt? Ja, hatten wir genau dasselbe. Finde ich schön. So, und die Umfrage ist auch gleich durch. Gleich Anfang Januar, nicht zwischen den Jahren. Es gab 3 Stimmen, aber die 3 Stimmen wiegen schwer, würde ich sagen. So, jetzt mache ich mal gerade... The No Going Back Party. The No Going Back Party ist auf jeden Fall... Grau? Grau? Grau. Ich weiß nicht, ob es ein Grau oder so ein Olivgrün sein soll. Das hier? Ja. Ja, finde ich gut. Und The Patriotic Alliance. Okay. Die kriegen mal ein Knallrot. Können wir die nicht hellblau machen? Hellblau, damit wir sie möglichst nicht auseinander... so meinst du? Mhm. Ne, man muss sie ja nicht größer machen, als sie sind. Okay. Ja, okay. Dann eventuell wird es schwer, uns auseinanderzuhalten, aber so kompliziert ist es nicht. So, Difficulty. Ja, da hätte ich doch jetzt gesagt, gehen wir doch ruhig auch nochmal. Wir wollten Entspannung machen, aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem auf 125. Oder was sagst du? Ja, wir können auch nur ein Stück hochgehen. 133. Also, ja, wir wollen uns ja nicht langweilen. Das stimmt. So, was die Sachen habe ich immer noch nicht nachgeguckt. Economic Cycle und so weiter und so fort. Aber okay, kein Compulsory Voting, aber Three-Party System. Aber schöner Kommentar von Horsty. Vorwärts immer, rückwärts nimmer, klingt so rot von The No Going Back Party. Mhm. Interessanter Gedanke. Aber die sind jetzt grau. Oder Taupe. Weiß nicht. Grau-blau. Sind sehr, sehr bläulich in den Parteien angehaucht. Aber wir sind ja auch in Frankreich. Ja. Okay. Dann haben wir das aufgesetzt und es geht mal direkt los. So. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Wahlsieg. Willkommen in deinem neuen Job als Präsident. Die Leben von 65.272.000 Franzosen sind nun in deiner Hand. Du kannst dir vorstellen, es gibt viele Situationen und Bedenken, mit denen du dich auseinandersetzen musst, sobald es geht. Während du auch versuchst, ein Auge auf die langfristige Entwicklung und die Verbesserung der Lebensqualität deiner Bürgerinnen und Bürger zu haben. Außerdem, vergiss nicht die Wiederwahl in 5 Jahren und du musst auch, daher musst du auch die Meinungsumfragen immer ein klein wenig im Auge behalten und natürlich auch die Mitgliedschaften in deiner Partei. So sind wir aufgestellt. Crime ist super low, Unemployment mittelmäßig, Bruttoinlandsprodukt auch mittelmäßig. Beginn Term of Office. Okay, wir haben 19, das ist schon mal nicht schlecht.
Ich guck mal auf Popularity. Ach, jetzt habe ich beim Startbildschirm gar nicht geguckt, wie wir die Wahl gewonnen haben. Das ist interessant. Also wir sind auf 50%, Current Value 50, Peak Value 52. Average Approval und Voting Intentions. Okay. Werfen wir mal einen Blick auf den Kompass. Wir sind eher auf der sozialistischen Seite und auf der liberalen Seite. Interessant. Unsere Voter. Tja. Wir haben einen Vorteil und einige drückende Probleme. Wollen wir uns die erst angucken oder wie fangen wir an, Romy? Ich würde gerne erstmal wissen, was unsere Problemlage so sagt. Ja, also erstmal unser Vorteil. Wir haben eine egalitäre Gesellschaft. Das ist schon mal super. Die egalitäre Gesellschaft sorgt dafür, dass die Meinungsumfragen bei allen höher sind und die Kriminalität reduziert. Und wir sind noch weit vom Stop-Trigger entfernt. Das ist schon mal schön. Dann haben wir hier Corporate Exodus. Also Unternehmen verlassen unser Land. Unser Mangel an geschäfts- oder unternehmensfreundlichen Politiken sorgt dafür, dass internationale Unternehmungen ihre Fabriken schließen und ihre Büros ihres Geschäftes außerhalb unseres Landes verlegen. GDP ist das ein ordentlicher Hit. Minus 21%. Krass. Auswanderung und die Kapitalisten finden es natürlich richtig doof. Ja, ich finde das auch scheiße. Und wir sind da ganz schön weit weg vom Stop-Trigger. Und wir haben die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Ist krass hoch. Auch ein ordentlicher Hit auf GDP. Dann haben wir die Asthma-Epidemie. Haben wir, weil es anscheinend der Umwelt nicht so gut geht. Und wir haben einen Doctor Strike, der auch ziemlich hoch ist. Und wir haben einen Rail Strike, also die Bahner streiken. Tja, so wie es aussieht, haben wir ein... Wir haben eine... Nee, das ist Air Travel, das ist Rail Use. Wir haben... Genau, wir haben eine State Rail Company, die anscheinend nicht genug ausfinanziert ist. Ja. Okay, dann lass uns mal aufs Geld schauen. Ja. Die Einnahme-Ausgabesituation. So, die Weltwirtschaft ist gerade ziemlich gut unterwegs. Unser GDP ist irgendwo in der Mitte. Achso, genau. Defizit. Im Moment sind wir defizitär in unserem Haushalt bei 30 Milliarden. Unsere Schuld sind 2,5 Billionen. Und Einkommen, Income Tax ist das höchste, dann die also Einkommensteuer ist die höchste, dann kommt die Lohnsteuer. Dann der dritte Posten ist schon die Kreditaufnahme. Dann kommt, ja, was ist Sales Tax? Mehrwertsteuer? Ja, Umsatzsteuer, ja. Ja, dann Corporation, Unternehmenssteuer, Besitzsteuer, Benzinsteuer, ja. Okay, das sind die großen Dings. Und Ausgaben sind die Pensionen, ist der größte, dann das staatliche Gesundheitssystem, dann die staatlichen Schulen, dann kommt Militärausgaben. Und dann sind wir bei Zinsen für unsere Schuld, für unsere Staatsschuld. Da sind wir bei 6,8%. Wo setzen wir uns den Stopptrigger? Meine Vorstellung gerade wäre, dass wir versuchen, jetzt in den ersten Runden auch so ein bisschen Geld einzusparen. Mhm. Und das ein bisschen abzubauen. Und ich fand diese 5% eigentlich ganz gut.
als grobe Richtlinie, weiß aber nicht, ob wir nicht jetzt für den Anfang sogar noch ein bisschen härter sein wollen, um uns wirklich dazu zu zwingen. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt, also ich hätte jetzt gesagt, lass uns mal, ich hätte jetzt gesagt, lass uns eine Grenze setzen mit 7,5%. Also ab 7,5% müssen wir wirklich einen Sparkurs einlegen. Und davor wäre ich dafür, dass wir versuchen, was für die Wirtschaft zu tun, dass der Exodus, der Unternehmensexodus aufhört und auch die nicht kompetitive Wirtschaft weggeht, weil die schaden unserem Bruttoinlandsprodukt am meisten. Also am krassesten. Weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich würde erst mal gucken, was wir steuerlich finanzieren können. Wir haben ja auch noch die Lungenerkrankungen. Durch diesen hohen Tabakverbrauch, da könnten wir mit der Tabaksteuer wahrscheinlich noch mal ein bisschen was rausholen. Ja. Ich habe auch gerade gesehen, dass die Erbschaftssteuer relativ niedrig ist. Wir müssen mal gucken, wie sich das, wie die einzelnen Steuern so gerade aufgestellt sind. Ja, die Erbschaftssteuer ist. Aber wir haben Junkfood-Tax, das ist ja schon mal schön. Und da wäre auch gut zu wissen, auf welchen Höhen diese Steuern jeweils sind. Der Verbrauch von Tabak ist relativ hoch. Also so mittelmäßig. Und wir haben eine Tabaksteuer. Da. Auf einem relativ niedrigen Niveau. Und die würde ich zum Beispiel hochsetzen schon. So ganz krass, dass wir schon unser ganzes politisches Kapital ausgeben oder mittelmäßig erstmal? Am liebsten würde ich es ganz hoch machen, aber wahrscheinlich wäre es vernünftig, es noch nicht ganz hoch zu machen. Ja, ich würde es an die Grenze setzen für 8. Das sollte sowohl dazu führen, dass der Tabakgenuss runtergeht, als auch, dass wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Und du wolltest auf die Erbschaftssteuer gucken. Da sind wir jetzt auch noch nicht so hoch. Das kostet auch teuer, sie hochzusetzen. Und es bringt nicht so richtig viel. Ja, lass uns vielleicht die anderen Steuern auch nochmal mit durchgehen, wenn wir einmal dabei sind. Von denen, die wir haben. Okay, dann haben wir hier die Sales Tax. Die ist relativ hoch. Relativ. Was würde denn passieren, wenn du die eine halbe, so 500 Millionen runtersetzt vom Einkommen? Bringt unserem Bruttoinlandsprodukt eine Verbesserung von 0,3%. Ändert sich nicht wirklich viel. Aber wir könnten uns die mal vornehmen zukünftig, wenn unsere Wirtschaft so ein bisschen angelaufen ist. Und wir auch ein bisschen mehr Geld als Spielraum haben. Ja. So, wir könnten was haben wir denn? Die Benzinsteuer. Ja. Könnte man überlegen, ob man die anhebt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Dadurch, dass es ja auch noch die Electric Car Transition gibt und so. Ja, schon bereits. So? Ja, warum nicht? Ja, okay. Und dann sind wir auch schon eigentlich durch, weil wir haben dann nichts mehr. Ja. Dann würde ich mal sagen, einfach nächste Runde und wir gucken mal. Die ersten paar Runden ist so ein bisschen antasten. So. Hier hat sie nichts getan und wir haben direkt ein Dilemma. Powerlines, also Stromleitungen. Wütende Bürger protestieren gegen ein Projekt, das
dass Hochspannungsleitungen durch ihre Dörfer und Städte baut. Diese Hochspannungsleitungen sind notwendig für den weiteren, die weitere Erhöhung der erneuerbaren Energien, der erneuerbaren Energiequellen. Wenn wir sie nicht bauen, ist das ein wirtschaftlicher Rückschritt, aber wenn wir diese Bürger ignorieren, dann wird das, werden sie nur noch böser, wütender und werden ihre Sache mehr unterstützen. Tja. Zwei Möglichkeiten. Build Power Lines anyway. Niemand möchte Hochspannungsleitungen neben seinem Haus, aber wir müssen sie irgendwo bauen. Bisher haben diese Leute halt alle gesagt, sie möchten saubere Energie. Tja, jetzt kommt die saubere Energie halt über die Stromleitung. Oder wir können die Konstruktion stoppen. Wir können alternative Wege erforschen. Zum Beispiel Untergrundstromleitungen. Das ist bei großer Energiemenge nicht wirklich einfach, um das mal als Physiker kurz zu sagen. Und es gibt Sachen, dass die Gesundheit dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird. Das ist, ist genau so eine Sache wie in England werden G5-Masten abgebrannt. Es ist auch, da steckt nicht wirklich viel hinter. Das ist gut untersucht, dass das nicht, dass das keine direkten Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Tja. Was machen wir? Wir sind wieder in diesem Schwarz-Weiß-Dilemma, deswegen heißen die Dinger ja Dilemma. Wir bekommen relativ wenig Informationen. Anscheinend sind seit Jahren, also das ist halt so, wie ich jetzt rangehen würde, anscheinend gibt es diesen Plan seit Jahren und jetzt wird dagegen protestiert. Wir brauchen aber zusätzliche Stromtrassen, damit wir beispielsweise von der Küste, wo viel Windkraft ist, diese grün erzeugte Energie auch ins Landesinnere bekommen. Naja, also was für mich für den zweiten Teil spricht, ist Job, also den Bau zu verhindern oder zu stoppen, ist die Idee von, ja gut, dann lass uns erstmal gucken, ob es nicht noch Alternativen gibt. Auf der anderen Seite irritiert mich das aber auch, weil das würde ja bedeuten, dass nicht nach Alternativen gesucht worden wäre, als der Beschluss gefallen ist. Richtig. Und in Anbetracht der Tatsache, dass wir gerade gucken müssen, dass wir wirtschaftlich vorankommen und dass wir den Umbau zu der erneuerbaren Energieressourcen irgendwie auch stemmen müssen, würde ich jetzt sagen, Build Power Lines. Ja, würde ich nämlich auch sagen, weil unsere Umfragewerte sahen jetzt ganz gut aus und wir stehen ganz am Anfang und wir wollen eher ein Auge darauf haben, wenn wir da jetzt einen Hit kriegen. Ich glaube, es wird uns eher schaden, wenn wir so ein Großprojekt jetzt, also es wird sich wahrscheinlich nicht auf unser Geld umschlagen, aber unsere Wirtschaft geht's wirklich nicht gut. Wir haben diesen Exodus, wir haben die nicht kompetitive Wirtschaft. Ja, also alle finden es doof, Pharma finden es richtig doof, die Kapitalisten finden es gut. Naja, liebe Kapitalisten, so wie wir Politik machen, ihr werdet sehr viele Entscheidungen von uns doof finden. Freut euch nicht zu früh. Freut euch nicht zu früh, genau. So, das war's schon. Lass uns mal gerade gucken. Hier hat sich nichts getan bei dem Verschwinden der Dings. Die nicht kompetitive Wirtschaft ist eher gestiegen. Der Dr. Strike ist sogar ein Stück nach oben gegangen. Die Asthma-Epidemie ist gleich geblieben und der Rail-Strike ist weiterhin hoch. Das alles kostet uns was. Mhm. Unser Defizit ist krass gestiegen. Also dafür, dass wir Steuern erhöht haben? Warum ist unsere Interest Rate gestiegen? Moment mal. Das wurde uns nicht angesagt. Guck mal. Nee. Unsere Interest Rate ist gestiegen. Nicht schon wieder.
Debt Interest, wir sind bei 14%. Ich würde sagen, okay. Wüt. Mhm. Wir müssen Zeug sparen. Es gab da nicht immer eine Verspätung. Gab es da nicht immer eine Verspätung in der Anzeige? Bisher war es so, dass wir immer direkt da benachrichtigt wurden als Ereignis hier, dass Credit Rating hochgestuft wurde oder sowas. Aber anscheinend ist unsere Interest Rate hochgegangen und unser Defizit, ja, krass. Also Ausgaben und Einnahmen. Dann würde ich doch mal sagen, also wir können jetzt entweder die Ausgaben verringern oder das Einkommen erhöhen. Dann würde ich doch sagen, wir nehmen jetzt mal das und gucken bei Steuerideen, was wir machen können, oder? Ich würde vorher noch mal auf das Militär, auf die Militärausgaben schauen. Oh ja. Weil die relativ hoch waren. Ja, 13 Milliarden. Der einzige Nachteil ist, dass wenn wir das hier so runterfahren, erhöhen wir die Arbeitslosigkeit. Okay, gucken wir mal, wenn wir es senken um, ja, was war's? 13, also um 2,2 Milliarden könnten wir es einfach mal senken. Das erhöht die Arbeitslosigkeit um 2%. Wir haben eine staatliche Arbeitslosenversicherung, die wir, die uns momentan irgendwas um die 2 Milliarden kostet. Ich würde das hier eingehen und mal schauen, ob wir nicht mit anderen Sachen. Wo hast du die Unemployment Benefits? Ja, tatsächlich. Mhm. Mein Gott, du kannst dir Zahlen wirklich gut merken. Ja. Also insofern, Leute sind erstmal grundsätzlich abgesichert. Wir wissen auch, damit der Railstrike aufhört und damit die Pendler wieder von A nach B kommen, dass wir in die Bahn investieren müssen. Also könnten wir hier ein Stück runtergehen, ja, um, was weiß ich, 2,5 Milliarden, und dann schauen wir mal, was wir mit 1 Milliarde bei der Bahn dann anstellen können. Okay, finde ich einen super Plan. Dem würde ich folgen. Wir senken jetzt um 2,15 Milliarden die Militärausgaben und gehen bei der Bahn um 1 Milliarde hoch. Ja, und dann gucken wir mal, was das ausmacht. 6,79, also 7,79. Das wird den Railstrike, ja, hat auf jeden Fall einen Effekt. Ich würde jetzt mal. Achso, das kostet nur 2, okay. Das kostet nur 2 politisches Kapital. Okay, 1 Milliarde werfen wir mal drauf. Ja. Das gefällt mir. So. Und jetzt Steuerideen? Eigentlich, wie war das denn? Es gab doch diese eine Steuer auf die Kaufhäuser, auf diese internationalen. Ah, ja. Ich war Punitive Tax on Superstores. Genau. Die hier. Da haben wir leider nicht mehr genug politisches Kapital für. Aber die wäre was für nächste Runde, finde ja. ich. Ja. Wir könnten auch hier wieder den Klassiker nehmen und überlegen, ob wir Cannabis legalisieren und dann als Steuer einführen. Ja, also wir haben, so wie es aussieht, haben wir Drogen nicht legalisiert. Gucken wir mal. Nein. Wir bräuchten für medizinisches Cannabis erstmal 16 und dann 32 für Age Limit for Cannabis. Okay. Also brauchen wir relativ viel politisches Kapital, was bei uns dazu führt, dass wir jetzt Sachen machen sollten, die unsere Minister gut finden, damit wir zügig zu politischem Kapital kommen. Das stimmt. Also gucken wir mal unser Kabinett an. Die sehen alle relativ zufrieden aus. Ja, die Public Service mit nur 9 finde ich ein bisschen schwach. Ja. Also wir haben Jugend und
Kapitalisten, Selbstständige und Umweltschützer, mittlere Einkommen und Selbstständige, dann Gewerkschafter und Sozialisten. Hier haben wir mittlere Einkommen und Liberale. Eltern und Autofahrer und Umweltschützer und staatliche Angestellte. Die mittleren Einkommen sind die, die uns wahrscheinlich gerade schmerzen. Wo haben wir hier die mittleren Einkommen? Da oben. Ich glaube, die mittleren Einkommen sind immer schwierig, weil das so eine große Spannweite ist. Und das, was für den einen noch geht, funktioniert für den anderen nicht. Und die zu besteuern, dass es wirklich so fein abgestimmt ist, das ist, glaube ich, einfach nicht leicht. Nee. Da würde ich mich auch wirklich gerne mal mit so einem Steuerpolitiker drüber unterhalten. Also die Ideen, die dahinter haben mit den unterschiedlichen Besteuerungsarten und Möglichkeiten. Ja. Horst, hier sagt gerade, privatisieren kann man auch, wenn man pleite ist. Als kleiner Hinweis, ja, wir könnten die Bahn privatisieren. Ich finde aber, dass wir das vielleicht nicht aus der Hand geben sollten. Ja, das wäre für mich auch eher eine der... Es sollte nicht die letzte Lösung sein. Also wenn wir schon pleite sind, dann sollten wir es schon... Also richtig pleite, und dass wir gar kein Land mehr sehen. Dann wir haben auch eine staatliche Energie Wirtschaft. Tatsächlich. Und wir haben einen staatlichen Telefonkonzern. Ach, Frankreich. Der freie Markt reguliert, ja, nicht in Frankreich. Ja. Ich habe übrigens gerade nochmal geguckt, die Umweltschützer haben wir zweimal im Kabinett vertreten, Selbstständige haben wir zweimal im Kabinett vertreten. Und wenn ich mich und mittlere nicht täusche, Einkommen haben wir zweimal. Genau. Und vielleicht könnten wir die mittleren Einkommen entlasten über die Lohnsteuer. Oder über die, ja, über die Lohn- oder über die Einkommenssteuer. Aber wir wollen sie, also entlasten ist halt gut, wir müssen es uns halt leisten können. Ja. Hier stehen die. Bei Lohnsteuer stehen die nicht direkt drin, bei mittlere Einkommen, genau. Da ist vor allem die Einkommensteuer, die Grundbesitzsteuer und die Erbschaftssteuer ausschlaggebend. Und die Steuererleichterung bei der Hypothek. Das ist ein riesiger. Das heißt, hier könnten wir uns für knapp 60 Millionen könnten wir uns 1,5% Zustimmung kaufen. Ja, aber ich habe den Eindruck, dass bei einigen Bereichen wir auch nicht mehr bekommen. Was gut ist, dass wir die Middle Earnings dadurch ein bisschen anheben. Und die Sozialisten das nicht so schlecht finden, es geht alles noch. Und ja, also es ist noch eine schöne, ausgeglichene Nummer dafür, dass es irgendwie 60 Millionen, also gar nicht viel. Sollen wir das machen? Dann sind wir auch schon wieder durch mit unserem, 6, wir haben jetzt noch 3. Dann würde ich sagen, die 3 können wir ausgeben für günstige Gesetzentwurfsideen. Wie, ich weiß gar nicht, weißt du noch, was diese Plastiktütensteuer kostete? Nö. Plastic Bag Tax 4. Die haben wir gerade nicht. Okay. Aber ich hätte jetzt geguckt, bei auch? Transport oder Public Services? Das würde ich mal noch abwarten. Ich würde erstmal drauf gucken, wofür wir. Also, das ist alles nice to have. Ja, also dann vielleicht hier bei Economy.
die Councils, Trade Council oder National Business Council, City Farms oder die Business Startup Campaign. Business Startup Campaign ist super günstig. Die finde ich auch gut. Wir haben auch selbst zwei Selbstständige bei uns mit unter den Ministern. Ja. Und kostet uns nicht viel und hoffentlich bringt sie uns nachhaltig was. Ja, würde ich sagen, die machen wir voll, oder? Okay. 85 Millionen. Okay, haben wir noch einen. Damit können wir, glaube ich, nichts mehr gewinnen. Nächste Runde.